Nach 2 Jahren Pause ist es am Freitag, den 9. September, endlich wieder soweit. Um 20 Uhr startet die 9. Auflage der Night of the Fights im Kloppenburger Spittweh-Stadion. Auch in diesem Jahr hat der Verein keine Kosten und Mühen gescheut, ein hochkarätiges Fahrerfeld aus 10 Nationen ans Startband zu bringen. Mit dabei sein werden neben den Lokalmatadoren René Deddens, Lukas Finhage, Johnny Reynand und Marlon Hegener auch internationale Top-Piloten wie Timo Lahti, Oliver Berntsson, Mats Hansen und Chris Harris. Auch der junge deutsche Shootingstar Norik Blödon wird mit Sicherheit ein Wörtchen um die vorderen Ränge des McDonald's Supercups mitzureden haben. Die Spittweh-Fans dürfen sich auf ein Event-Highlight der besonderen Art mit einigen Überraschungen freuen, aber natürlich auch auf spannende Rennläufe, wie die Bahn es in der Vergangenheit schon häufig bewiesen hat. Der Einlass ist ab 16 Uhr, Training beginnt 18 Uhr und vor der Fahrervorstellung, die ca. 19.30 Uhr startet, ist auch eine Autogrammstunde fest eingeplant. Restsitzplatztickets gibt es noch unter www.msc-kloppenburg.de/tickets. Stehplatzkarten gibt es ebenfalls im Vorverkauf oder auch noch ausreichend an der Abendkasse. Der MSC freut sich auf ein tolles Event und hofft auf zahlreiche Fans im Hexenkessel von Kloppenburg. Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Evi. Ich muss ja anders anfangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Evi. Da ihr hört, Micha macht das nicht, wie er sonst immer macht. Mir gegenüber sitzt heute nicht Ebi, weil ich bin's selber. Mir gegenüber sitzt einer, oder steht, wir stehen hier im Fahrerlager. Wie stelle ich ihn am besten vor? Jemand, der sich doch in der Szene auskennt, der viel sich um Fahrerfelder kümmert, der sich jetzt bereit erklärt hat, mal 3 Minuten mit mir zu reden. Sebastian Michok, schön, dass du die Zeit dir genommen hast, mit mir ein bisschen zu schnallern. Ja, hi Ebi, hi. Ja, Grüße, Grüße. Du, ganz kurz, du bist heute die Vertretung für Micha. Macht es dich ein bisschen stolz? Ja, doch, auf jeden Fall, klar. Na, logisch. Logisch. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen hier heute? Also, erzähl mal ein bisschen, was war los? Also, doch, super gut, super Rennen, super Wetter. Also, doch, echt, echt voll zufrieden. Mhm. Wann warst du das letzte Mal hier? Also, ich habe dich hier lange nicht gesehen. Ah, ich habe schon überlegt. Ich denke mal, es ist bestimmt jetzt knapp 20 Jahre her. 20 Jahre? Ja, definitiv. Oh Gott, das ist mal, wie alt wir schon geworden sind, ne? Ja. Zeit vergeht. Ja. Was hat dich so, wo warst du die letzte Zeit? Du hast viel Fahrerfelder gemacht, Tetero. Warst du hier auch involviert, oder? Ja, heute war ich auch involviert. Sonst eigentlich normalerweise Tetero, Kloppenburg. Hm. Ja, wird es heutzutage schwerer, Fahrer zu kriegen, oder? Also ich habe immer das Gefühl, es wird immer, immer schwerer, irgendwie Fahrer zu verpflichten. Ja. Ja. Und woran liegt es? Also sind die Preisgelder zu niedrig oder die Anforderungen zu hoch, oder? Ja, es hängt von vielen Fakten ab. Also ich sag mal so, ich denke mal aktuell die Situation jetzt, was die ganzen Kosten angeht, die Fahrer werden teurer, das ist ganz klar. Die haben auch höhere Kosten und deswegen halt auch die höheren Preise, muss man ganz alles so einkalkulieren. Also wird es auch für dich schwieriger hier irgendwie? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber lass uns zurückkommen. Aber es ging trotzdem ganz gut heute. Ja, also ganz klar, ne? Wir hatten hier ein top ausgeglichenes Fahrerfeld, da haben mich auch echt Leute überrascht. Ne? Also ein Sam Jensen, den ich letzte Woche noch in Tetero, also quasi kennengelernt habe für Neubrandenburg. Hat die heute auch gut performt, oder? Ja, definitiv. Super Vorstellung heute, alles super. Und wenn ich hier gerade, wir sitzen hier vorm Transporter von Gregor Stengoda, wenn ich sehe, der kann ja wirklich gar nicht laufen, ne? Aber Motorradfahren geht, ne? Ja, also ich habe mir auch sogar gefragt, also es sieht ganz schlimm aus dem Laufen, aber er sagt zu mir selber, er hat keine Probleme, alles gut, er kann Motorrad fahren, er hat keine Probleme, er kann Fußball spielen, alles. Ja. War er zum ersten Mal hier, ja, ne? Ja, ja, zum ersten Mal. Aber dafür, ne? Dafür, dass er am Anfang, wie hat er zu dir gesagt, du hast gesagt, normale Bahn, hast genau, du mir erzählt, genau, ne? Genau, genau. Erzähl mal kurz, wie war es? Er hatte dich gefragt, wie die Bahn oder so ist, ne? Naja, er hatte mir per WhatsApp geschrieben, wie die Bahn geschrieben, halt normal. Und er kam an, ja, er kam an und sagte so, Mensch Sebastian, die ist aber ganz schön kurz und ganz anders. Naja, dachte ich so, umgedreht, weggelaufen und naja, was soll ich tun, ne? Einfach mal losgegangen, genau. Genau. Sieh zu, fahr 100 hier und hat er ja auch gemacht, ne? Ganz souverän. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht.
Er hat den Puddein-Pokal gewonnen vor Kevin Wölbert, oder? Genau. Er hat jetzt eigentlich alle Läufe gewonnen aus Lauf 2. Da hat er keinen Start gehabt. Gleich einen Nuller gemacht und deswegen halt gesamt halt nach 20 Läufen nur Platz 2 und den Pokallauf hat er gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sowieso immer spannend. Ne? Dieses, und heute hat man es auch wieder gesehen, dieses System, 20 Heats und ja, dann ist der Sieger. Ne? So wie jetzt, heute war Lauf 16, Robert Schmiel, Sieger, hat gar keiner gemerkt. Nee, das auch viel Zuschauer. Deswegen mag ich dieses System nicht. Ne? Du hast keinen Spannungsbogen. Ja. Hier hast du ihn noch wieder mit dem Finallauf dann. Ne? Genau. Aber diesen eigentlichen Sieger geht unter bei dem System. Ne? Das sehe ich genauso, ja. Also ich finde heutzutage modern, man sagt immer, früher war alles besser, aber das sollte man wirklich mit dem Finallauf beenden. Ne? Ja, das stimmt, das denke ich auch, ja. Ja. Robert Schmiel, kommen wir mal zu ihm. Er ist ja nun Sieger des Dings geworden. Du kennst ihn besser. Wo ist er sonst so unterwegs? Ja, er fährt in Polen für Porsen an. Ansonsten, ich habe auch jetzt ganz kurzfristig mit ihm Kontakt aufgenommen. Oder besser gesagt, er hat ihn zu mir hergestellt durch, ja, wahrscheinlich irgendwelche Bekannte. Und ja, war echt überrascht. Obwohl er ist in Polen auch sehr gut unterwegs, muss ich jetzt sagen. Ne? Ja, das stimmt. Und weißt du, was mich noch überrascht hier, wenn ich immer wieder gucke? Unsere Deutschen, ne? Also außer ein Kevi, war es schon wieder schwierig, ne? Ein Deddens nicht, ein Fienhage nicht, ein Ben Ernst nicht. René hat selber noch zum Ende des Rennens gesagt, letztes Rennen war deutlich besser. Jetzt war der eine Lauf mit Kevin gut. Ja, das war auch, aber schon der letzte. Ja, und leider auch der einzige, hat er selber so gesagt, ja. Und mit deutschen Fahrern, ja, Ben ist momentan leider komplett von der Spur. Ja. Kann ich tatsächlich gar nicht zu sagen. Ne? Ich wollte ihn auch mal so vors Mikro holen, aber wieder gesagt, nee, komm, was soll ich ihn fragen? Ne? Es tut mir, also, ja. Wüsste ich auch nicht irgendwie. Ne? Also, es ist schwierig. Gut, aber ansonsten kommen wir mal einfach, also sportliche, glaube ich, haben wir abgehandelt. Ne? Also war eine schöne Veranstaltung. Ein bisschen wenig Überholmanöver, finde ich. Also wirklich viel Start-Ziel. Ja, viel Start-Ziel. Die Fahrer waren eng zusammen, definitiv. War spannend, aber außen war dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu wenig Griff, dass es außen nicht ging. Innen konnte man durchstechen, aber in außen ging halt nicht. Ja, also von daher, das hat ein bisschen gefehlt, die Würze. Also es lebte von der Spannung, ne? Also genau. Die Punkte waren jetzt echt so alles sehr eng zusammen. Sehr ausgeglichen, ja. Genau. Und was mir noch so auffällt, vielleicht ist ja auch aufgefallen, das Licht, ne? Das ist so irgendwie gelb, ne? Das ist so nicht so. Hast du das, ich weiß nicht, was ich das zum letzten Mal so gesehen habe, zu DDR-Zeiten, oder? Ja, das stimmt. Ich denke, das ist typisch DDR-Licht, ja. Das gelbe Licht, ja. Aber ansonsten, Bier lief, ne? Ja, also war alles auch, da. Ja. Bratwurst würde mich ja fragen. Bratwurst war super. Preise waren in Ordnung. Preise waren in Ordnung. Ist auch super, ne? Wir sitzen hier nebenbei. Ihr seht es ja nicht, Leute. Haben wir hier irgendwelche Fotos, Kiddies mit Zengota. Was gibt es sonst noch zu sagen? Zuschauerzahl. Kann ich schlecht einschätzen, aber laut Aussage der Veranstalter werden es über 1.000 gewesen sein. Ja, für Luffy's Luster-Verhältnisse sehr, sehr gut. Ne? Super gut, also auf jeden Fall weit über 1.000, ja. Ja, und ich kann auch sagen, Leute, kommt irgendwann nach Luffy's Lust, sie haben hier wirklich wieder was gemacht, sie haben noch eine Bierbude aufgebaut, es gibt ein VIP-Zelt, sie haben, ja, alles familiär hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Schöner Club, der lange, glaube ich, im Dornröschenschlaf war, ne? Ja, und jetzt war so aufgewacht. Und so langsam wieder aufgewacht, ist schwierige Zeit ausgesucht, Corona, jetzt alles wird teurer, aber die Zuschauer geben denen ja recht. Das denke ich auch, ja. Ne? Von daher wollen wir auch gar nicht lange umherlabern, es wird eine Mittwochsfolge. Mich, ich sag einfach, wenn du nichts mehr sagen willst, dringend, was dir auf dem Herzen brennt, was dir aufgefallen ist. Nö, alles gut, Ebi, war ein schöner Tag, schöner Abend, war cool mit euch und... Richtig. Du hast mich ja gut vertreten oder Ebi eigentlich, ne? Wie auch immer, wir gucken, was wir daraus machen und ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Was hast du dies Jahr noch Speedway-mäßig vor? Also definitiv Kloppenburg, 9. September. Ja, ich auch. Weil ich Fahrradfeld auch mache da. Dann sehen wir uns ja da auf jeden Fall und dann denke ich Pardubice. Du machst das wieder mit Mario Trubkovic? Genau, mit Mario. Das ist auch ein sehr, sehr professioneller Verein. Ja, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich... Ja, dem steht... Also, hier fehlt nicht mehr viel in Lulu, ne? Die machen echt viel. Nee, echt. Ne? Super. Alles super. Gut, dann würde ich sagen, danke Mich. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, Leute, bleibt uns treu. Hört uns weiter, empfehlt uns weiter und... Tschüss, bis Danzig wird Norik sagen. Ciao. Tschö. Wir würden es probieren. Moin, wir sind hier, haben wir auch noch nie gemacht, an der Schlange zum Eintritt nach Luffy's Lust zum Rennen. Ich habe hier einen jungen Mann vor mir, sag mal kurz, wie du heißt, Vorname reicht. Rico, herzlich willkommen. Weißt du, warum ich dich ausgesucht habe? Nein. Wegen deinem T-Shirt. Geil, ne? Mega, ne? Morgen dabei? Leider nein. Ja, nee. Also ja, der junge Mann, ihr seht es ja nicht, hat ein Hansa-T-Shirt an.
morgen gegen St. Pauli. Was treibt dich hier heute her? Bist du öfter beim Speedway, oft in Ludwigslust oder zum ersten Mal? Also das erste Mal war Güstrow Speedway, letztes Jahr. Und dieses Jahr beim Pfingstpokal. Und das hat mich so fasziniert. Und ja, da habe ich gesagt, Ludwigslust muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Einfach ja, mal gucken. Ja, schön. Also wenn ich mich hier so umgucke, ist auf jeden Fall gut was los scheinbar. Drin ist auch schon gut voll. Ja, was erwartest du heute? Ja, auf jeden Fall sehr viel Dreck. Dreckige Rennen, jede Menge Motorenlärm, einfach Spaß haben, ausrasten. Ja. Der perfekte Zuschauer. Danke dir, ganz viel Spaß und ja, vielleicht sehen wir uns nach dem Rennen wieder. Ja, wünsche ich mir. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Dir auch. So, ich bin in Lulu nach Lauf 20. Die besten Gespräche führt man am Bierwagen. Ja. Ich habe hier vor mir Vorname. André. Hallo André. Hallo Igor. Nach Lauf 20, du scheinst mich zu kennen. Wie hat dir die Veranstaltung bis jetzt gefallen? Ja, gut. Erstmal Ludwigslust, muss ich ehrlich sagen. Wir sind mit dem Camper hier, wir pennen hier heute Nacht, weil nach Güstrow fahren. Wir finden keinen Fahrer. Ja. Ja, cool. Also mir gefällt es auch unbedingt. Wenn ich mir so dein T-Shirt angucke, ist deine Favoritenwahl fürs Finale gefallen, oder? Die 3-11 ist klar. Die 3-11. Ja. Gibt nicht. Und ansonsten der Auftritt von Kevin heute? Ja, gut. Erster Lauf, ja, den Start ein bisschen verpennt, glaube ich, ne? Der ist immer super. Er ist der Beste. Ja, er ist unser Held. Das sowieso. Ja gut, mit dem Aufsteiger da, wo er disqualifiziert wurde, passiert, was machen, kann nichts gegen machen. Ist halt so. Aber ansonsten... Ja, ansonsten, was mir auffällt, mega viele Leute hier heute. Also wirklich voll die Bude, ne? Und ja, also mir gefällt es hier gut. Ich komme wieder, du auch? Gerne, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Dann viel Spaß im Finale. So, du darfst auch noch einen grüßen. Wenn ich jemanden grüßen darf, ist es zum ersten meine Frau und an zweiter Stelle Kevin Wölbert, Familie. Ihr seid diejenigen vom Podcast mit Michael Schechnan. Genau. Ich mag euch mega gern. Ihr reist durch die Gegend. Ja. Gefällt mir sehr gut. Euer Job ist gut. Ja, danke. Und dein Vorname wenigstens oder dein Name? Mein Name ist Andreas Balke. Ja. Dann, schön dich zu sehen. Ladyboy. Ach, du bist der mit dem Wölbert-Tattoo auf dem Unterarm? Ja, natürlich. Stark. Gut, viel Spaß noch. Finale, Kevin, oder? Euch auch. Ich würde es mir wünschen. Sie werden es mit 5 Mann fahren. Ich wünsche es mir so sehr, dass er es reißt. Ne? Alles klar, dann lass uns das nicht verpassen. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao. Ich bin der Ludwigslust. Zum zweiten Mal, weil wir elendige Amateure sind. Vor mir steht Lukas Wienhage. Lukas, du bist der hier die meisten Runden jeweils gedreht hat, glaube ich. Von allen Leuten, vielleicht Kevin Wölbert noch. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen heute? Wie bist du mit deinem Ergebnis zufrieden heute? Ja, die Veranstaltung war gut. War natürlich ein bisschen lang, aber das ist natürlich den Stürzen zu schulden gewesen. Konnte niemand was für. Abgesehen davon, meiner persönlichen Leistung, bin ich jetzt nicht so zufrieden. Die 2-0 hätten nicht sein müssen. Wäre da jedenfalls ein Punkt drin gewesen, hätte die Sache anders ausgesehen. Ich bin schlecht angefangen, bin dann ganz gut reingekommen, bin dann wieder schlecht aufgehört. Das darf mir nicht passieren. Das ist so. Ja, ist halt so, ne? Und am Ende ist es dann schade, wahrscheinlich geht ja auch ums Geld wahrscheinlich hier, ne? Pro Platz gibt es wahrscheinlich Geld, ne? Und dann ist es entscheidend, oder? Ja klar, ich muss davon leben, ich bin letztendlich Profi und muss mein Geld verdienen in dem Sinne, dass ich einfahre. Ist doof gelaufen, nicht doof gelaufen, ich muss mehr fahren, ich muss mehr reinkommen, aber dieses Jahr ist irgendwie der Wurm drin. Ich muss gucken, woran es liegt und muss die Fehler ausmerzen. Ja, also dieses Jahr ist wirklich der Wurm drin, auch bei einigen, ne? Wenn ich sehe, was auch hier letzte Woche passiert ist in Stralsund, vielleicht dazu mal ein, zwei Worte noch, wie so Finale, wie hast du es gesehen und ja, Ergebnis? Ja, wie habe ich das Finale gesehen? 3 Punkte aus 3 Läufen von mir ist absolut unakzeptabel. Der Sturz im Finale ist natürlich doof gelaufen, konnte letztendlich niemand wirklich was für, meines Erachtens nach. Was soll ich da noch zu sagen? Doof gelaufen mit Kai, der hätte heute eine Riesenchance gehabt, sich für den GP zu qualifizieren in Glasgow. Dann natürlich blöd für uns gewesen, dass Norik ausgefallen ist und dass wir den nicht ersetzen durften, beziehungsweise der ein Offizieller hat dagegen gesprochen, was so ein bisschen parteiisch aussah. Ansonsten hätten wir das Team nochmal umstrukturiert, beziehungsweise hätte ich dann Noriks Position übernommen und René dann fest drin gewesen auf meiner Position. Hätten wir jedenfalls in jedem Lauf einen drin gehabt. Sah natürlich ein bisschen scheiße für die Zuschauer aus, ein bisschen scheiße für alle. Aber naja, so ist das Leben.
Ja, in diversen Foren wurde das ja auch diskutiert und wo wir jetzt gerade bei, also ja, Kai hätte die Riesenchance gehabt heute, aber wenn ich mir angucke, wir haben so ein paar Meldungen gekriegt, dass wirklich ein Milik, ein Holder, ein Thomsen irgendwie alle im Krankenhaus sind, scheint das da auch wieder nicht so, also waren wohl viele Stürze. Woran liegt das, dass im Moment so viele Stürze sind gefühlt? Weiß ich nicht, also es ist schwer zu sagen, woran das liegt und wieso und weshalb. Natürlich, alle wollen, alle müssen. Mhm. Alle fahren letztendlich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Es geht um die GP-Quali, also da will wirklich jeder rein. Es geht natürlich letztendlich ums Geld. Bis zum GP, denke ich mal, kannst du auch ein paar neue Sponsoren gewinnen. Und neue Sponsoren bringen natürlich neues Geld. Und so ist das natürlich. Jeder will, jeder muss. Ist natürlich schade, so eine Saison dann so zu beenden, ne? Gut. Lukas, ich will dich nicht weiter aufhalten. Du willst duschen und wo sehen wir uns demnächst? In Kloppenburg am 9.9.? Definitiv, ja. Definitiv. Freuen wir uns drauf. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ich bin in Lulu und nach dem Interview mit Kevin habe ich jetzt Papa Wölber zu stehen. Und zum ersten Mal, er lächelt noch. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen? Oder was möchtest du den Leuten mal mitgeben? Die Veranstaltung war super. Wirklich, die Bahn. Respekt, die Leute, ich glaube, so viele Leute habe ich lange nicht mehr im Stadion gesehen, war alles gut, gut vorbereitet. Mein Problem ist ein bisschen, wir haben eine Mecklenburgerin, die im Schiedsrichterturm sitzt. Kevin kriegt einen Aufsteiger, klar, es ist ein Crash, klar, wir sind aber nicht beim Halmer hier. Da kann man jeder auch sagen, du, pass auf, alle vier wieder ran. Sie hat uns den Sieg genommen heute, das ist meine persönliche Meinung und das ist nicht gut für den Sport, weil du hast ja selber gesehen, wie viele Leute hier waren. Ja, also ich habe mit Kevin geredet, also natürlich auch über die Situation. Ne? Ja. Er sagt, ja, man kann es so und so entscheiden, man kann auch alle vier wieder ranlassen. Ne? Hat Kalle Gebert auch gleich gesagt, alle vier wieder ran, fertig. Ja, aber ja, kann man vielleicht, ich kenne die Regeln nicht, also nicht so hundertprozentig. Aber letztendlich gibt es ja Regeln und wenn der Schiri entscheidet, ist... Selbstverständlich, also, klar, hundertprozentig, ja, ist richtig. Ich glaube, weil es ein offenes Rennen ist, dann zu sagen, ja, lass mal Kevin wieder fahren. Ich weiß es nicht. Ich war in dem Moment hier in der Kurve und habe auch mit anderen Fahrern gesprochen. Ich habe es gesehen, ich habe es auf Video. Und na klar, es ist ein Crash. Und er kriegt den Aufsteiger und er fährt ihn ja auch das Vorderrad weg. Das ist richtig. Aber wenn er das Vorderrad wegfährt, ist er 1,50 Meter vor ihm. Also ist er, Bremsen haben sie ja nun mal nicht eingebaut. Ganz also egal. Der vorne, es gibt den Ton an, sagt so Kevin und er. Aus, ja. Aber ansonsten mal davon abgesehen, war es so eine rundum gelungene Veranstaltung. Hundertprozentig. Also Wahnsinn, wie viele Leute hier gekommen sind, auch für Kevin jetzt gejubelt haben. Sind auch alle happy. Ist auch scheißegal, was er geworden ist. Auch wenn er letzter geworden wäre. Genau, das sage ich auch. Gekämpft, war alles in Ordnung. Und nein, das muss man, darauf können wir aufbauen. Wir müssen mehr machen hier, auf jeden Fall. War super zufrieden. Also wenn ich als Fan und Zuschauer sagen darf, uns würde es freuen, wenn wir Kevin öfter in Deutschland sehen würden. Und klar, vielleicht kriegen wir das mal wieder hin, dass wir ihn öfter sehen. Wenn die scheiß Garage fertig ist und wir alles aufgebaut haben, dann hat er auch wieder Ruhe. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat zwei Kinder noch, das darf man nicht vergessen. Den scheiß Bau haben wir hochgezogen jetzt. Nächstes Jahr wird besser. Ja. Ich glaub, auf jeden Fall, wenn ich sehe, was hier los ist, so wie Kevin Wölber Fans habe ich lange nicht gesehen, gebe ich ehrlich zu. Also auch die Klamotten sieht man sonst weniger auf deutschen Rennen. Ja. Aber hier scheint die Fanbase noch da zu sein. Und ja, alles gut. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, danke für die ehrlichen Worte und bleibt alle gesund vor allen Dingen. Ne? Dankeschön. Ja, wir sind hier in Ludwigslust in der Box. Ich stehe hier vor Kevin Wölbert und es war, glaube ich, noch nie so schwer für mich, an dich ranzukommen. Man merkt schon, es ist dein Heimding hier, oder? Ja, absolut. Es ist eine super schöne Nummer hier zu fahren vor heimischem Publikum. Und ja, hat mich nur letztendlich geärgert. Fürs Podest hat es zwar nicht gereicht, sage ich mal. Natürlich, klar, im Bodein-Pokal, ja, wenn ich im direkten von den Punkten her halt. Und naja, letztendlich war eine schöne Veranstaltung, ich bin recht zufrieden. Ja, wenn Michael hier wäre, würde jetzt fragen, woran hat es dir gelegen, dass es nicht fürs Podest gereicht hat? Ja, woran hat es gelegen? Was soll ich sagen? Also ich persönlich habe vorne den Ton angegeben, ich war vorne, aber das war meine, ich habe das Video selber auch gesehen, war eine heikle Sache. Du redest von der von der Disqualifikation. Ich selber war mir keine Schuld bewusst. Ich war vorne, bin selber in der Bande gefahren. Ja, aber letztendlich auf dem Video sah es doch so aus, dass ich ihn leicht berührt habe. Man hätte auf dem offenen Rennen auch sagen können, alle vier wieder ran. War eine blöde Situation, weil ich saß trotzdem auf dem Moped drauf. Und ich sage immer so, wer vorne ist, gibt den Ton an. Und ich war zu dem Zeitpunkt vorne. Zwar auf einem Rad, aber... Ja, also ich habe es gesehen und ich war danach auch kurz in der Box. Und ja, ich habe gedacht, du bist empörter, aber es war doch, was ja relativ gefasst. Ne? Also es war so eine 50-50 Entscheidung, glaube ich. Ne? Natürlich ärgert das einen. Nuller ist nie gut. Das reicht dann meistens nicht mehr zum Tagessieg, das ist ganz klar. Aber das ist Speedway passiert. Ja. Und ansonsten zu der Veranstaltung selber, sag mal ein bisschen was. Also die Leute sind ja hier mega happy, mega begeistert. Und ja, die Veranstalter, glaube ich, auch können zufrieden sein. Ne? Ja, zuvor waren ja hier meistens nicht ganz so viele Leute. Mhm. So war jedenfalls meine Info. Und ich finde schon, ich habe den einen oder anderen doch noch gezogen.
von den Verrückten. Und ich hoffe, der Club ist zufrieden. Ja. Und das ist die Hauptsache. War rundum eine schöne Veranstaltung. Keiner ist im Krankenhaus. Das ist bei so einer Veranstaltung immer, gerade in Ludwigslust, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ist eine bisschen Special-Bahn. Haben die meisten jedenfalls so in Erinnerung, die Bahn. Und nein, hat super alles gehalten. War gut. Ja. Eine Frage habe ich zum, was so einigen auch aufgefallen ist, das Licht im Stadion. Ist das als Fahrer, kommt einem das auch so dunkel vor? Oder dieses eine, Gelb, ist das genau, eine das Geschichte? Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich gerade erst schon einen beantwortet, nach meinem Disqualifikation. Weil wenn du jetzt mal hochguckst, da zum Strahler ist einmal ein heller und die restlichen sind alle dunkel. Okay. Normalerweise fahren wir, so ehrlich muss man sein, gar nicht mehr unter Sonnenlicht. Ja. Also hast du schon mal eine Veranstaltung gesehen. Ist aber so, ist das Stadion, nicht jeder Club kann sich eine niegelnagelneue Flutlichtanlage leisten. Das war auch der Fall, warum ich dann in ein Loch eingehakt bin. Das ist wie beim Skifahren. Hast du die verkehrte Brille auf, siehst du nicht die Unebenheiten. Okay. Und ich bin leider eingehakt, war ein Fehler. Ist so, ja. Ganz einfach. Okay, ja, danke für die ehrlichen Worte und ich gebe dir jetzt die Zeit hier stehen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich glaube 100 Kinder, deine Fans und ja, vielleicht sehen wir dich demnächst wieder öfter in Deutschland und es macht dir Spaß. Auf jeden Fall. Danke, Kevin. Viel Spaß. Nee, Akkus tatsächlich nicht alle. Ich habe eben Batterien gewechselt. Es war wirklich mal alle. Ja, wir sind, ja, die Wogen glätten sich hier in Ludwigslust. Ich stehe im Fahrerlager, habe einen der ja, Organisatoren mal wieder am Mikrofon. Marco Kleinhammer. Wenn ich auf Programm gucke, du bist hier irgendwie Mädchen für alles, ne? Jetzt noch abwaschen, oder? Ja, genau, jetzt noch abwaschen, dann Gläser polieren und ausfegen natürlich auch noch, ne? Ja, du sagst es ja selber, ne? In kleinen Vereinen muss wirklich jeder ran, ne? Und ja. Aber letztendlich, wenn ich mich hier umgucke oder umgeguckt habe, die Bude war voll, der Parkplatz war voll, die Leute standen bis zum Anpfiff, sag ich mal, also bis zum Start, lange an den Kassenhäutchen, war es das auch wert, oder? Ja, war es wert, war sogar schon anfangs mit ein bisschen, ich spreche jetzt für mich, ein bisschen mit Angst verbunden, wenn du siehst, die Schlange hört nicht auf und die hört nicht auf und du rechnest irgendwie, hast ja so ein paar Zuschauer für dich eingeplant und dann endet die Kolonne nicht und der zweite Parkplatz muss aufgemacht werden und der zweite Parkplatz ist auch fast voll. Letztendlich gut für uns, schön für uns. Es kam nur, also was heißt nur, aber es kam viel positives Feedback von den Leuten. Jetzt im Nachhinein hat es natürlich wie immer Spaß gemacht. Es war gut und ja, ich bin da positiv fürs nächste Jahr. Ja, also ja, kann ich dir einfach nur beipflichten. Ich habe auch viel umhergefragt, so auch ohne Mikro und die Leute waren wirklich positiv. Ihr habt auch vom letzten Mal zu heute wirklich nochmal viel gemacht. Ne? Also ihr habt einen komplett neuen Imbissstand gebaut, habe ich gesehen. Ihr habt einen zweiten Parkplatz aufgemacht. Ihr habt da einen Bierwagen hingestellt mit noch mehr Licht. Ihr habt ein VIP-Zelt gebaut. Ihr habt, ja, es ist Wahnsinn, was ihr hier so in 2 Monaten noch aufgezogen habt, oder? Ja, genau. Es waren 8 Wochen. Es waren 8 schwere Wochen. Genau, die Sachen, die du jetzt schon gesagt hattest, ne? Zusätzliches Licht, zusätzlicher Imbiss hingebaut, hier ringsrum auch am Haus da eine Sitzmöglichkeit mit hingestellt. Auch unser Vereinshaus ist jetzt endlich offen gewesen mit Duschen, Toiletten, das war ganz, ganz wichtig, haben auch viele Fahrer gelobt. Ich möchte ja auch nochmal an der Stelle ein Dankeschön sagen, auch an alle Vereinsmitglieder. Rudi. Mal ganz wichtig, ich sage jetzt mal wirklich Rudi, das ist hier einer mit unseren Ältesten, die hier mitwirken, der jeden zweiten Tag als Rentner auf der Rennbahn ist, für die Bahn verantwortlich ist, speziell Familie Arnheim dann. Das sind so Leute, die brauchst du, die einfach die Zeit auch privat hier investieren. Und ja, es war schön, es hat geklappt, es waren viele Leute im Urlaub, trotzdem hat es super geklappt. Ich habe 2, 3 Fahrer gesprochen, die waren alle zufrieden. Die Bahn war auch gut, denke ich mal. Ich habe 2, 3 Fahrer gefragt, das ist alles in Ordnung soweit. Wir hatten spannende Rennen. Ich denke, die Leute kommen wieder. Da gehen wir von aus. Aber du hast einen guten Stichpunkt genannt. Ihr habt am Licht was verändert. Von außen wirkt es tatsächlich jetzt sehr dunkel. Ich habe auch einige Fahrer gefragt, die sagen, ja, nee, auf der Bahn merkt man das so gar nicht. Es ist schon ungewöhnlich, ne? Es ist irgendwie so gelblich. Ja, stimmt. Es ist auch schwer, im Flutlicht zu fahren. Das kann dir aber wahrscheinlich nur ein Fahrer sagen. Ich weiß nicht, wir sind aber auch an der Beleuchtung bei. Wir haben es jetzt erstmal für den Zuschauerbereich gemacht. Vielleicht tun es einfach ein paar neue Glühbirnen, ich weiß es nicht, mit einem Weißlicht. Jetzt ist es wirklich ein gelbes Licht. Aber hinten raus, wir hatten zwischendurch zwar so hier und da die eine Stelle, wo es mal für die Fahrer gehackt hat, aber hinten raus, ich glaube, die letzten 2 Durchläufe waren unfallfrei auch gewesen. Und ja, also nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Wir wissen, es gibt noch 2, 3 kleine Sachen, die wir besser machen können, aber schlussendlich sind wir zufrieden.
Ja, also das kann ich so stehen lassen. Tatsächlich ist der einzige Kritikpunkt auch das Licht, was hier einige angebracht haben, weil man halt von der Seite nicht auf der anderen gucken konnte. Also man hat die Helmfarben schwer erkannt und so. Ach, und was ist mir aufgefallen? Noch einen habe ich doch. Einen ein Kritikpunkt. Ja. Doch, ist ein Kritikpunkt. Ja. Vielleicht liegt es auch an Lieferschwierigkeiten, die wir alle haben. Ja. Tschüss, Frau Wölbert. Starterwesten. Sind die nicht angekommen? Habt ihr die vergessen oder gab es einfach keine? Ja, gute Frage. Würde ich gerne mal mit in die Auswertung mit reinnehmen. Habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass der ein oder andere Fahrer sich dann mal schnell noch mit Panzertape eine Startnummer raufgetackert hat. Gehört vielleicht heute auch zum guten Ton, dass man das anbietet? Weiß ich nicht. Gegenfrage? Tatsächlich kenne ich es von jedem offenen Rennen, dass der Fahrzeug nicht stellt, der Hauptsponsor vorne drauf, es sind die Nummern. Okay. Ist mir sauber, ich weiß es gar nicht, aber es ist mir halt aufgefallen, dass sie hier irgendwie mit irgendwelchen gemalten Nummern fuhren und halt keiner eine Weste hatte. Ja, war so ein bisschen DDR-Style, ne? Aber oh, sehr, DDR-Style. Aber ich glaube, selbst da hatten wir Westen. Neubrandenburg hatte ja immer die Hämmer und so. Ja, richtig, ja, hatten wir natürlich auch in Ludwigslust. Ja, ist eine gute Anregung. Vielleicht kann man da einfach den Hauptsponsor mal mit raufholen und sagen, komm, deine Firma hier rauf, hinten die Nummern und dann kriegen die 16 Fahrer hier eine Weste. Wir möchten gerne weiterkommen. Wir planen Größeres. Das haben wir ja im Juni schon gesagt. Ja. Das nehmen wir mit. Genau, also wenn dann irgendwann Discovery hier aufschlägt, die bringen ihre Westen mit. Ja, wenn die hier aufschlagen, ich glaube, dann ist, wie sagt man so, Ostern und Weihnachten auf einen Tag, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann belassen wir es hierbei. Ihr seid offen für vieles. Prädikate, whatever. Ja. Und ich kann nur sagen, macht weiter so, hier läuft's und viele junge Leute brauchen wir mehr im Sport. Genau. Danke für die Zeit. Ja, vielen Dank nochmal zum Abschluss auch an alle, die hier waren, die hier geholfen haben, muss man auch mal ganz klar sagen. An die Zuschauer auch, ne, die einfach kommen, die sind Sport. Auch an die Zuschauer, vielen Dank, ne, dass auch ohne zu murren die Eintrittspreise gezahlt werden. Es ist, wie es ist. Ja. Wie gesagt, danke. Stimmt, ich habe es nicht angesprochen, es waren 23 Euro plus 1 Euro für ein Programm. Ne? Richtig, richtig. Nicht das günstigste, wo ich war. Nein, hast du recht. Aber es ist auch immer begründet. Ne? Dass, so ein Rennen kostet, viele wissen es vielleicht außenrum nicht, aber so ein Rennen kostet halt auch. Und, ja, ich habe es halt einfach verglichen, weil letzte Woche bei der GSM haben wir 20 Euro bezahlt. Okay. Hier 23, kleiner Verein, großer Verein, ich weiß es nicht. Ne? Jeder macht ja seine Preise und ich habe hier auch keinen gehört, der gemurrt hat, komischerweise. Nee, das war völlig in Ordnung. Also ich habe auch ein paar Stimmen eingeholt und es wurde sich da überhaupt nicht drüber beschwert. Wir haben das für uns so kalkuliert. Strich drunter, alles gut. Gut, dann schöne Nacht und wir sehen uns demnächst. Ja, danke. Ich bin hier noch in Ludwigslust. Ich sitze hier auf einer Bank neben einer jungen, charmanten Dame. Ich habe hier die Schiedsrichterin des Rennens zu sitzen. Ich weiß den Vornamen, aber den Nachnamen nicht. Manuela Hinrichs. Frau Hinrichs, natürlich wusste ich ihn, ich habe ihn nur gerade vergessen. Schön, dass ich dir mal ein, zwei Fragen fragen darf. Die Veranstaltung an sich wurde ja von allen gelobt und es gibt hier gerade so im Fahrerlager ein Thema, nicht böse. Natürlich von ganz, ganz vielen Wölbert-Fans der Ausschluss von Kevin. Wie hast du ihn als Schiri gesehen? Warum hast du entschieden, wie du entschieden hast? Ja, ich habe ihn halt so gesehen und dementsprechend auch entschieden, dass Kevin halt die Maschine nicht unter seiner Kontrolle hatte und dadurch den anderen Fahrer abgedrängt hat. In dem Moment, wo ich entschieden habe, wusste ich auch gar nicht, dass es Kevin ist. Das hatte ich schon mal erwähnt. Ich habe nur die blaue Helmfarbe gesehen. Das war für mich der Abbruchverursacher. Und ich denke, Kevin hat das auch so gesehen. Sonst wären sicherlich da irgendwelche Podeste gekommen. Ja gut, es kann ja sicherlich keinen Unterschied machen, ob du es gewusst hättest oder nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Und hier kamen auch so Stimmen, ja, wir haben es auf Video gesehen, aber du hast halt keinen Videobeweis, oder? Richtig. Ich habe meinen Standpunkt, von dem ich das sehe und von dem Standpunkt aus entscheide ich. Frei nach Urs Meier, ich kann nur das pfeifen, was ich sehe. Ja. Also wünscht man sich so als Schiri diesen Videobeweis manchmal oder? Also das ist ja immer so ein Thema, ne? So in Polen und so hat man ihn ja. Hast du schon mal ein Rennen gehabt, wo du so einen Videobeweis hattest? Hatte ich selbst noch nicht. Ich habe schon mal zugeguckt bei der polnischen Liga in Wittstock. Ist eine feine Sache, wenn man offizielle Kameras hat und sich das angucken kann. Ist nicht schlecht, aber ich denke mal, ist für so Hobbyclubs auch nicht bezahlbar. Nee, natürlich nicht. Aber gut, letztendlich, ne? Tatsachenentscheidung, fertig an der Aus. Nein, und richtig, Tag wäre Kevin, aber persönlich, ne? Nö, man soll ja da auch schon neutral sein als Schiri, ne? Richtig. Diese Entscheidung, oder was viele Zuschauer immer sagen, ja, ist ja erste Kurve, gibt es sowas überhaupt oder ist das so ein Zuschauerdenken? Jein, ich habe die Möglichkeit,
in der ersten Kurve, wenn da ein Sturz passiert, alle vier Fahrer wieder zuzulassen, wenn es, ja, wie soll ich das sagen, durch dieses Gedränge und Sortiere vom Startband ausgeht. Wenn dann natürlich einer alleine hinterherfährt und sich hinlegt, um nochmal eine bessere Startposition zu kriegen, funktioniert das auch nicht. Gut, dann, ja, dann war es das schon. Ich sage danke für die ehrlichen Worte, dass du dich gestellt hast zu dieser Situation, gerade hier im Heimland von Kevi. Und ja, dann bis demnächst, ne? Gerne. Tschüss, tschüss.